Rayman vs. Zoi Junior High in der Neuvariation. Und das ist die allerletzte Mannschaft, die wir noch auf S-Rang bringen werden. Und zu guter Letzt habe ich mir gedacht, ich schnapp mal das alte Trikot, das Rayman-Trikot zum allerletzten Spiel gegen Zeus. Eigentlich ein sehr geiles Finale, finde ich. Teil 1 Feeling. Und den perfekten Turm habe ich Bellatrix beigebracht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen. Wir haben ja Rang B erreicht. Also nicht wirklich erfolgreich. Das heißt, wir müssen hier jetzt Gas geben. Oh, wird aber sehr spät abgeblockt. Finde ich eigentlich nicht fair. Der war ja eigentlich schon weit weg. Aber kommt da noch was? Gigantmauer, sehr schön. Wie gesagt, Poseidon ist, hat seine größte Schwäche, dass er so viele Spezialtechniken, viel TP verbraucht. Dafür, dass er so wenig hat. So. Ah, verdammt. Jetzt sehen wir den perfekten Turm. Oh mein Gott. Mit drei Spielern. Wie krass. So, Poseidon, mein Freund. Du bekommst einen Sonnenwind. Was willst du benutzen? Tsunami-Mauer oder Gigantmauer? Tsunami, er möchte das Feuer löschen. Wird er es schaffen? Nein, wird er nicht. Wir verdampfen die Tsunami-Welle. Tolles Tor! Gut, damit haben wir eigentlich ihn wehrlos gemacht, so gesehen. Das heißt, wir können mit viel Glück, mit ganz vielen Spezial, also mit Langschüssen schön draufzimmern, wenn natürlich keine, wenn kein Blocker dabei ist. Ich versuch's einfach mal. Was soll schon schief gehen, außer dass ein Blocker da ist? Ja. Aber irgendwann ist er, hat er auch keine TP mehr. Dann können wir ungetrost dort hinten ankommen. Oh, wie nett. Wie nett von ihm. Wir nutzen mal die Supernova. Wie gesagt, das ist ja alles ein und dasselbe, ne, wie man das sieht. Planetenball, Supernova, Nova Galaxie. Hat eigentlich alles, ist fast alles dasselbe. Nur Unterschiede, nur kleine Unterschiede. Hier zum Beispiel fliegt der Ball hin. Nova Galaxie. Kommen diese komischen sichelartigen Dinger durch den Ball und schießen dann den Ball dahin. Ja, es sind nur so kleine Mini-Unterschiede, aber im Endeffekt ist fast alles gleich. Andere Farben und minimale Unterschiede der Animation. So, zwei Tore haben wir schon mal. Und Power Surfer. Ich hau raus. Der Blocker kann ich ewig blocken. Das ist auch mein Ziel schon mal. Rot. Er ist außerhalb, ne? Er ist außerhalb. Und blockt tatsächlich. So, Superstampfer. Und hauen jetzt nochmal einen Langschuss raus. Während der Schiedsrichter zur Pfeife greift. Fliegt der Ball noch eine Runde. Und müssen Stoutberg und die gute da. Stoutberg, du solltest mal Zielwasser trinken.
Oh, Stoltberg, was war das denn für eine Aktion? Der ist eh jetzt vorbei. Das finde ich eigentlich doof. Kein Schiedsrichter macht sowas. Nur die hier in Inazuma machen so. Machen so einen Käse, dass sie nach einem Einwurf sofort abpfeifen. Oder nach einem Schuss. Tunnel, Grätsche. Wir brauchen noch drei Tore. Das heißt, ich bin gerade überlegen, was ich gerade mache. Deswegen war ich so still. Zack. Oh nein. Es kommt auch noch ein Foul. Oh, das ist schön. Das ist schön, dass du mir eigentlich Arbeit abnimmst und ich verliere gerade. Das gefällt mir gerade nicht. Aphrodite ist viel zu weit weg. Warum? Was ist hier los? Bitte nicht, komm. Tu mir das jetzt nicht an. Gut. Nächste Phase. Flammtänzer. Ja gut, Himmelstunde ist stark. Aber trotzdem sollte eigentlich Dicklight stärker sein als Hermes. Aber scheinbar nicht. Sternschnuppe. What? Er kommt durch? Oh, und das kostet Zeit, ne? Leute, das kostet Zeit. Es kostet einfach Zeit. Das hat aber geschickt gemacht, ey, der Typ. So, jetzt lauf mal eine Runde hier. Zum Angriff kontern. Lauf. Und schieß. Oh mein Gott. Was für eine Qual war das denn jetzt bitte? Hermes läuft einfach mal über das ganze Feld. Und besiegt jeden Einzelnen. Und das sogar in einer heißen Phase. Tolles Tor! Aber es ist noch möglich, die Tore zu schießen. Ganz Ende ist es noch nicht. Aber Findenball. So, kühner Golfer. Kein Block mehr. Und der... blockt so ab. Komm, holt euch mal den Ball! Hallo? Was? Die spielen mich hier so krank aus. Wow. Ich glaube, ich muss noch mal gegen sie kämpfen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie mich so ausspielen können. Aphrodite, komm. Komm. Nein! Oh doch. Ist okay. Aber es reicht trotzdem. Wir müssen gleich einen starken Langschuss hinlegen, ne? Weil wir jetzt schon 30 haben. Und da ist ja die spielen mich hier gerade so mega aus. Ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen können. Nee, wir haben 31, das heißt, er wird... Bei der nächsten Spezialtechnik wird er abpfeifen.
Oh Mann, was ist denn los in den letzten Spielen, ne? Ich muss jetzt zweimal gegen die antreten, weil die mich hier ausspielen. Wow. Nee, das lohnt sich nicht mehr. Er pfeift jetzt sogar schon ab. 4-0 wieder. Oh, ich will eigentlich... Endlich soll es vorbei sein, aber nein, ich muss nochmal gegen sie antreten. Oh, ich bin schon am 2 Stunden hier aufnehmen, ne? Weil ich einfach doppelte Spiele habe. Einfach, weil ich doppelte Spiele habe. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe Hunger. Ich will essen. Ich will, dass es aufhört. So, wenn ich es diesmal nicht schaffe, Ich sollte jetzt wieder auf Agro umsteigen. Geht nicht anders. Oh, das kann nicht sein, dass wir hier wieder mal es nicht schaffen. Ich probiere jetzt einfach mal was anderes. Da ist einfach keiner. Ball, bleib doch stehen! Wie hier auch keiner ist, ne? Wie hier einfach keiner ist. Also, die alle sind in unserer Hälfte. Das verstehe ich auch nicht. Und dann laufen die auch nicht mal weiter. So, komm, Grätsche. Wird wahrscheinlich nicht reingehen. Das heißt, wir werden ihn so oder so jetzt erstmal wieder auswechseln. Also nach hinten. Und? Tsunami-Mauer. Hält er, ne? Nein, er hält nicht! Geil. Tor! Geil! So. Mischcap, komm mal wieder zurück. Geh mal wieder auf deine Position und lass Xene mal wieder den Vortritt. Guck mal, er läuft nach hinten. Er soll nach vorne laufen. Du lauf mal dahin. Lauf dahin! Wir brauchen jetzt die Tore. So, direkter Schuss. Meteorklinge plus 2 gegen Gigantenmauer. Seine letzte Aktion, die er macht. Und er hält. Er hält. Und der Ball fliegt da mitten im Raum, ne? Hallo, was ist das wieder? Wie die immer austricksen können, ne? Dieses Hin- und Her-Spielchen und dann bleiben die Spieler auch nicht da, wo sie sind, sondern die hauen sofort ab. Das ist so ätzend. Komm, lauf. Lauf doch! Hol dir den Ball! Hol doch dir den Ball! Ach, das kann doch nicht sein, dass die so viele Zweikämpfe jetzt hier gewinnen. Komm zurück. Finden Ball! Das ist echt zum Mäusemelken gerade. Kein Abseits. Draufballern. So, komm, 2-0. Oh, ihr bereitet mir Kopfschmerzen, Leute. Ihr bereitet mir Kopfschmerzen. Dass Xene sogar einen Zweikampf verloren hat, ist echt unglaublich. Da ist es schon wieder Level 99? Was ist das? Das interessiert
den nicht. So, Bombenidee. Ja, 2 Kämpfer zu verlieren ist... Ne, jetzt brauche ich eh nichts mehr machen. Wir grätschen jetzt einfach mal. Komm, Spiel... Ja genau, mach Himmelstunde. Ist eh jetzt vorbei. Wir haben Halbzeit. Ihr solltet nicht auf die Knie fallen. Die Macht von Poseidon. Du hast noch nichts mehr. Hat ihr den mehr Ballbesitz? Okay. Mach weiter geradeaus. Ach komm, wir setzen jetzt auch mal. Wir setzen jetzt heiße Phase ein. Himmelstunde. So, wunderschöner Pass. Meteorklinge. Oh, in den ersten 4-5 Minuten. Am Tor zu schießen ist nicht schlecht. Und so kann es eigentlich nur weitergehen. 2 müssen wir noch. Damit wir alles auf Rang S haben. Puh. Na, Kater. Lauf mit. Lauf mit. Lauf nicht zurück, lauf nach vorne, zu deiner Position. Du bist im Sturm und nicht in der Verteidigung. So. Kommt er an den Ball ran? Er kommt nicht an den Ball ran? Komm zurück. Alle auf ihn! Alle auf ihn! Er hat den Ball! Wunderschön. Wunderschön frei und drauf zimmern. So. Da sind wir wieder in der Ausgangsposition, wo wir vorhin waren, in der 4-0 und haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber dürfen trotzdem nicht trödeln. Damit wir jetzt endlich dann S erreichen. Komm schon, hol dir den Ball. Hol dir den Ball. Fein machst du das. Fein. Und jetzt spiel ihn da aus. Spiel ihn da aus. Spiel ihn da aus. Und haut noch mal einen Gewitterengel rein. Sehr schön. Endlich. Endlich. Fällt das 5. Tor? Ja, fällt. Gott sei Dank. Jetzt kann der Schiri abpfeifen. Weiter so, Raimund. Jetzt ist es mir egal. Meine Güte. Was für eine Qual in der ersten Halbzeit. Ja, das ist mir jetzt egal. Solange ich ihn draußen noch aufhalten kann. Ah, Himmelstunde. Er kommt mir gerade gefährlich nah. Nakata kommt von hinten mit der Tunnelgrätsche. Wir schießen jetzt immer mit dem kühnen Golfer. Mit Seftons Kopf. Oh, der arme Junge. Oh. 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 Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er den hält. Nicht hält.
Simon. Und Pinky hat mal wieder getroffen. Und das aus einer Entfernung. Unglaublich. Jetzt bin ich gespannt, was in der letzten Truhe dran ist. Ich mach mal nix. Komm, mach Himmelsstunde. Ist okay. Doppelgänger. Artemis. Mit der Maske. Gott sei Dank. Damit haben wir jetzt endlich alles auf S-Rang. Jede Fußballtour. Jede Mannschaft. Oh, war das ein Krampf. Und die letzten paar Spiele haben wir tatsächlich zweimal spielen müssen. Aber geschafft ist geschafft. Das heißt, die letzte Truhe können wir öffnen. Und wie gesagt, ihr könnt gerne noch weiterhin schreiben, welche Spiele ihr gerne angeworben sehen möchtet. Ansonsten, ja, ist es erstmal beendet. Ne? Eure Kommentare, ab in die Kommentare. Die letzte Truhe im ganzen Spiel von den Fußballtouren. Und ich bin gespannt, was wir hier drin haben werden. In der normalen haben wir Kaiser Pinguin 1. Oh, sehr stark. In Superrang bekommen wir Maxwell Carson, kann nun angeworben werden. Also halt auch ein ehemaliger Inazuma 11 1 Charakter. Okay, wenn ihr wissen wollt, wie man die anwerbt, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wir sehen uns dann in den anderen Projekten. Das war's jetzt mit den ganzen Fußballtouren. Es kommt nichts mehr darüber, denn wir haben alles auf S-Rang abgeschlossen. Damit ist eigentlich das Spiel durch. Man kann eigentlich nichts mehr Großartiges machen, außer anwerben. Das war's. Und alle Spieler auf 99 bringen. Aber das habe ich ja bereits schon. Ja, und das war's. Das heißt, Inazuma 11 3 kann jetzt nun offiziell richtig gut starten. Das heißt, da werden wir jetzt mehr raushauen. Das heißt, Inazuma 11 2 ist damit jetzt erstmal von den Fußballtouren und storytechnisch soweit erledigt. Wenn ihr irgendwelche Spiele angeworben sehen wollt, lasst es mich wissen. Schreibt es gerne in den Kommentaren und wir sehen uns dann in den anderen Projekten. Also, bis dann!